Was geht, Corey hier und ich bin zurück aus dem Urlaub. Ich hoffe, ihr habt das Urlaub-Video gesehen. Ich habe schon viel Zeit da reingesteckt. Aber jetzt bin ich wieder zurück und habe heute ein Thema für euch, das ich auf TikTok gefragt wurde. Und zwar heißt es ja immer, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Und wir werden nicht mehr für unsere Sünden verurteilt. Und dann kam jemand zu mir und hat gefragt, hey, wenn Jesus doch alles vergibt und wenn wir nicht bestraft werden, wieso sollen wir dann Gottes Wille tun? Und dann habe ich erstmal gesagt, Junge, hör zu. In der Welt geht es nicht darum, was du willst, sondern was Gott will. Und deshalb habe ich mir gedacht, mache ich doch ein Video darüber. So, wieso sollten wir überhaupt Gottes Wille tun, wenn wir doch eh tun und lassen können, was wir wollen? Erstmal zur Sicherheit, also wir dürfen es natürlich nicht. Also mehr oder weniger, du kannst zwar tun, was du willst, aber du musst die Konsequenzen halt ertragen. Aber bevor wir anfangen, vergesst doch nicht, meinen Channel zu abonnieren. Ihr helft mir damit, die Message zu verbreiten. Die Glocke könnt ihr aktivieren, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video kommt. Und wenn euch der Content gefällt, könnt ihr mir natürlich auch immer einen Kommentar oder einen Daumen hoch geben. Aber genug mit der Eigenwerbung. Fangen wir einfach mal an. Was man bei diesem Thema wissen muss, ist, dass wenn du sagst, dass du Jesus angenommen hast, dann bist du vom Neuen geboren. Als ich angefangen habe, an Jesus zu glauben, habe ich auch nur gesehen, okay, man darf das und man darf das nicht. Aber das ist gar nicht, wofür Jesus gekommen ist. Bevor Jesus gekommen ist, waren die Juden noch unter dem Gesetz und da war es so schwarz und weiß. So, tu das, tu das nicht. Aber als Jesus gekommen ist und gestorben ist für unsere Sünden, hat er den Heiligen Geist geschickt. Das heißt, dass jeder, der an ihn glaubt, aber nicht nur glaubt, sondern wirklich ihn angenommen hat, wurde ausgestattet mit einem brandneuen Heiligen Geist. Wurde ausgestattet mit dem Heiligen Geist. Und durch ihn erkennen wir jetzt, was gut und was böse ist, was gut und schlecht ist. Also geht es nicht mehr darum, um Verbote, sondern es geht darum, beurteilen zu können, was ist gut für mich, was ist in Liebe und was ist einfach gegen Gott und zerstört, früher oder später. Es heißt in Galater 2, Vers 19, mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben. Und 2. Korinther 5, Vers 17 sagt genau das. Wenn wir in Christus sind, sind wir die neue Schöpfung. Das Alte ist gestorben, das Neue ist gekommen. Das heißt, unser Denken verändert sich. Es ist jetzt ein täglicher Kampf zwischen dem Fleisch, in dem wir immer noch drin sind, und dem Geist, in dem wir eigentlich wandeln sollten. Galater 5, Vers 16 bis 17 sagt es ganz klar. Wandelt im Geist? Und ihr werdet die Begierden eures Fleisches nicht erfüllen. Weil die Bibel zeigt uns ja, was passiert, wenn wir der Sünde nachgehen. Römer 6, Vers 23 sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Klar ist Jesus für unsere Sünden gestorben, damit wir nicht mehr verdammt werden. Römer 8, Vers 1. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus wandeln. Die nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist wandeln. Aber das heißt nicht, dass es nicht logische Konsequenzen für die Sünde gibt. Die Menschen, die Jesus nicht angenommen haben, tun und lassen, was sie wollen und werden für ihre Sünden letztendlich verurteilt. Das sagt Markus 16, 16. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Also, wenn du sagst, du hast Jesus angenommen, möchtest aber tun und lassen, was du willst, interessierst dich gar nicht für das, was Jesus gelehrt hat, dann hast du Jesus nicht angenommen. Und das ist ganz klar. Ein Indiz dafür, dass du Jesus angenommen hast, ist, dass du seinen Willen tun möchtest. Johannes 14, 21 sagt es, wenn du Jesus liebst, dann hörst du nicht nur seine Gebote, sondern du lebst auch danach. Weil wir wissen, wie es in Jakobus 2, Vers 20 steht. Der Glaube ohne Werke ist tot. Also, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Wenn du dich fragst, hey, Jesus ist doch für meine Sünden gestorben, ich kann doch tun und lassen, was ich will. Warum sollte ich überhaupt seinen Willen tun? Dann sage ich dir nur, überdenke nochmal, ob du Jesus wirklich angenommen hast.
Denn eine logische Konsequenz aus der Nachfolge von Jesus ist, dass du seinen Willen tun möchtest. Klar, wie ich auch gesagt habe, es ist täglich ein Kampf. Mal gewinnt mehr das Fleisch und mal mehr der Geist. Aber der Wille von jedem wiedergeborenen Christen ist es, Jesus ähnlicher zu werden. Und das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen in dieser Frage. Und für mich ist das eine sehr, sehr wichtige, essentielle Frage. Bist du wiedergeboren oder bist du nicht? Die Bibel zeigt uns Kriterien, an denen wir sehen können, ob wir gerettet sind oder nicht. Und dieser Wille, Jesu Gebote einzuhalten, ist einer davon. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Core hier. Ihr da. Alles klar. Reingeguckt.